Auf der Autobahn A8 von Ulm in Fahrtrichtung Stuttgart kam es heute Abend zu einem schweren Lkw-Unfall, bei dem ein Lkw umstürzte und die Autobahn komplett blockiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr lag der Lkw umgestürzt mit Führungsfahrzeug und Anhänger auf der Seite. Der Fahrer befand sich am Fahrzeug und war glücklicherweise nur leicht bis mittelschwer verletzt. Da das Fahrzeug Stückgut geladen hat, war zunächst mal die Frage, ob Gefahrstoffe dabei sind. Das war leider der Fall. Das heißt, wir haben mehrere hundert Kilo Gefahrstoffe, zum Teil umweltgefährdend, zum Teil leicht entflammbar, leicht entzündlich auf den Fahrzeugen, und diese müssen entsprechend gesichert werden. Es hätte für uns die Möglichkeit gegeben, den gesamten Lkw von Hand abzuladen. Allerdings ist er auf die Seite gestürzt. Das geht dann sehr beschwerlich. Da wir Messungen gemacht haben und davon ausgehen, dass keine großen Mengen an Gefahrstoffen austreten, werden wir jetzt gemeinsam mit dem Bergeunternehmen das Fahrzeug zunächst mal auf die Räder stellen und dann das Fahrzeug, Führungsfahrzeug und Anhänger von der Autobahn abtransportieren und dann entscheiden, wie wir das Fahrzeug entladen. Die Feuerwehren sind mit 18 Fahrzeugen gemeinsam mit dem Rettungsdienst und Polizei, insgesamt 18 Fahrzeuge und 63 Einsatzkräften vor Ort. Die Autobahn hier, der Streckenabschnitt A8, wird mit vielen Lkw befahren, darunter auch viele Lkw mit Gefahrstoffen. Wir haben immer wieder hier auf der Autobahn Lkw-Unfälle, bei dem Stückgut transportiert wird, und bei Stückgut sind entsprechende Gefahrstoffe dabei. Das Fahrzeug ist entsprechend gekennzeichnet, das heißt, wir haben die Kennzeichnung am Fahrzeug, wir haben die Beladepapiere und können uns gemeinsam mit unseren Fachberatern Gefahrstoff, wir haben Chemiker, hier vor Ort ein Bild machen, welche Gefahrstoffe befinden sich auf dem Führungsfahrzeug und welche Gefahrstoffe befinden sich auf dem Anhänger. Das ist für uns keine außergewöhnliche Lage, allerdings eben entsprechend arbeitsintensiv, wenn man die Gefahrstoffe sichern muss und gleichzeitig verhindern muss, dass es nicht zu einem Brand und oder Umweltgefährdung kommt. Das Stückgut sind verschiedene Paletten. Da ist alles dabei, was eine Spedition so transportiert. Vieles Unproblematische, allerdings eben auch Pflanzenschutzmittel. Wir haben Lacke, wir haben Lösemittel, wir haben Farben dabei, und die bilden eben die Gefahrstoffe. Der Einsatz ging 20.30 Uhr los. Die Autobahn ist seither jetzt gesperrt und werden sicherlich noch mehrere Stunden da sein. Also ich gehe von einer Vollsperrung von ca. 50 Stunden aus der Autobahn. Wir sind hier auf der Autobahn A8, Kilometer 145 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Das ist im Bereich zwischen Anschlussstelle Merklingen und Hohenstadt. Hier hat sich ein Verkehrsunfall ereignet, dabei ist ein Lkw mit Wechselbrücken beladen umgekippt, weshalb jetzt das Fahrzeug durch uns aufgerichtet wird mit Hilfe von einem Kran und von einem Lkw-Bergungsfahrzeug. Anschließend versuchen wir, das Fahrzeug schnellstmöglich von der Fahrbahn zu bekommen, auf den ca. 300 Meter entfernten Parkplatz erstmal abzuschleppen, wo dann die Feuerwehr weitere Untersuchungen und gegebenenfalls Bergungsmaßnahmen von dem Gefahrgut vornehmen kann. Ja, wir haben ja eben nur eine zweispurige Autobahn, das heißt, Platz haben wir nicht allzu viel. Wir müssen jetzt schauen, dass wir unsere Fahrzeuge so ausrichten und aufstellen, dass wir mit dem Platz zurechtkommen. Müsste aber eigentlich so, wie wir es jetzt hinbekommen haben, recht gut funktionieren. Und die Fahrzeuge bringen sich jetzt gerade hier im Hintergrund in Position, sodass wir, denke ich mal, in den nächsten 15-20 Minuten mit der Bergung dann beginnen können.